Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 7. Das ist eigentlich nur ein kleines Info-Video-Sinn, wo es ein bisschen einfach mal berichten möchte, was derzeit so bei mir abgeht, mit Schule und so weiter, und einfach ein bisschen auch sagen, wieso es nicht so oft in letzter Zeit on the line war und so vieles mehr. Und ja, das Ganze geht dann mal ganz schnell und kann man ein, zwei Rennen hier abfrühstücken. Heißt, es ist jetzt kein riesenlanges Video, sondern einfach wirklich nur den Zweck dient, ein kleines Informationsvideo zu sein. Ja, ich hoffe natürlich mal in erster Linie, liebe Leute, dass es euch allen soweit ganz gut geht. Das ist ja ganz wichtig, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass dem so ist. Und ja, schön, dass ihr noch den Weg zu meinem Kanal gefunden habt, auch wenn in letzter Zeit vielleicht auch nicht mal so viel in der Abo-Box daran erinnert hat, dass mein Kanal noch existiert. Und fürs Erste, I'm sorry for that. Ja, also ich nun leider nur mal so, wie gesagt, dass ich jetzt in der Abschlussklasse von meiner Schule bin und ich habe so komplett fahren verlernt hier. Und ich habe das selbst ein kleines bisschen leider unterschätzt, will heißen, es ist deutlich schwerer, als ich dachte, wie es wäre, und ich habe ganz schön zu kämpfen, um so einigermaßen mitzukommen. Und deswegen habe ich leider gefühlt gar keine Freizeit und dieser Sandel muss genauso wie mein sozialer Kontakt und sämtliches andere leiden. Diesen Sandel trifft sehr hart, weil ich halt leider erst nicht mehr die Zeit habe, Videos aufzunehmen und großartig viel Livestreams zu machen, und weil ich halt muss einfach ins Lernen rein investieren, so. Leider Gottes. Und das ist mir einfach wichtig, weil so der Abitur, ne, normal ist, schreibt man nur einmal und dann hat man es halt und dann hat man am besten gleich ein gutes und ist damit halt zufrieden. Das ist so das ist mein Ziel zumindest, was ich mit dem Ganzen verfolge. Und ja, deswegen wird es auch leider nach wie vor so sein, dass es ein bisschen eingeschränkter hier auf dem Kanal sein wird. Hey, wie fahre ich denn hier entlang? Sehr schön. Also eingeschränkt sein wird, wann ich hier Livestreams machen, Videos bringen. Also diese tägliche Upload des Parks, das wird einfach nicht sein. Sorry for that. Ich will aber schauen, dass ich es einzelmal in der Woche sehen, verlive bin. Mittwoch will ich ganz gern einfach irgendwie im Programm halten, dass da einfach bei Ihnen ist von 20 bis 21:30 Uhr oder so. Einfach live bin und ein bisschen was hocke, darauf hätte ich so einen Bock und ich hab das immer wieder im Visier. Aber hängt natürlich davon ab, wann wie was reiben und so Zeugs. Also nächste Woche bei Bisreiben ist am Donnerstag Mathe. Da kann ich jetzt nicht am Mittwoch irgendwie bis 21:30 Uhr zocken, das funzt nicht. Aber so prinzipiell generell nehme ich mir schon vor, einfach immer mal wieder so Livestreams zu machen, wenn halt die Zeit da ist, weil es ist eine coole Sache. Ich will auf jeden Fall irgendwie das doch beibehalten, auch wenn ich deshalb nicht viel Zeit habe, aber es werden wieder bessere Zeiten kommen, wo ich wieder mehr Zeit habe, und da will ich einfach wieder gewappnet sein quasi und motiviert weitermachen, ne? Und dafür muss man irgendwie deshalb bis dahin überbrücken, weil es geht stark davon aus, dass wenn ich dann im Studium bin, im Jahr, es dann deutlich rosiger aussehen wird, weil ich dann einfach nicht mehr so krass viel zu tun habe mit anderen Zeugs und ich mich auch wieder ein bisschen mehr auf Streaming konzentrieren kann, was ich ja erst gern tatsächlich machen würde, ne? Aber das Ganze muss man halt einfach schauen, wie es kommt, ne? Aber dieses Jahr ist jetzt fürs Erste halt nach wie vor leider ein bisschen eingeschränkt. Ich würde es ja auch wünschen, dass es anders wäre, ganz klar. Aber so ist es halt leider nicht. Und so wird es halt leider so schnell die nächste Zeit zumindest nicht sein. Leider nicht. Also, da müssen wir einfach schauen, wie das wird. Aber wie gesagt, ich denke mal, das wird jetzt wieder ein bisschen mehr einpendeln, wenn ich wieder, wenn ich mal mit dem Studium anfange. Hoffe ich zumindest, dass ich da immer mal wieder ein bisschen mehr Zeit zum Streamen habe. Wäre zumindest das eigentlich sehr schön, wenn es sonst kommt. Ja, und ansonsten auch mit Videos zu mal schauen. Also ich bin so primär, glaube ich, eher, wenn ich mir überlegt, einen Fokus auf Videos, auf Streaming legen, weil beides klappt nicht so restzeitlich irgendwie jetzt gar nicht. Und mit Videos, finde ich, kann man, mit Streams kann man, wie es wird, nochmal deutlich mehr mit einfach als Huster mit der Community interagieren, als man es mit Videos kann. Ja, da seid ihr ja da und zockt mit und sowas. Das halte ich persönlich sind einfach irgendwie sinnvoller. Muss man dann einfach sollen. Das Ganze ist entwickelt. Aber ich plane vorerst halt, wie gesagt, immer wieder Streams zu machen, auch mal spontan. Wenn ich halt Zeit habe, dann sage ich es komm.
Jetzt streamen wir es mal ein bisschen, als habe ich die Zeit. Ja. Noch spontane Streams wird es geben und dann einfach mal sehen. Und wenn ich halt gerade keine Klausurenphase habe oder sowas, werde ich auch per Mad öfter streamen, denkst. Aber derzeit ist halt einfach wirklich, ich habe einfach gar keine Zeit. Ich habe eigentlich nicht mal Zeit irgendwie, Zeit für Zeit. Es ist halt wirklich schlimm. Also Abitur, Abschlussklasse, Bayern ist halt erst, hart belastend. Ey, ich habe die doch weggeworfen und dann eine neue geholt. Also das war schon wirklich sehr, sehr hart belastend. Jetzt ist es... So. Auf einmal laufen die Ziegen hier auf der Straße rum, aber die sind keine wirkliche Gefahr. Nicht so wie die Kumu-Weide. Jetzt hätte ich meine Banane gebraucht. So, Bowser, was du mir, so ist dir, du kleines Tier. So jetzt aus. Rache ist Blutwurst. So, jetzt so aufpassen, dass ich nicht gebrutzelt wird. Das wäre natürlich von Vorteilen. Dann schnieke es mir noch ein wildes Item. Jawohl, dann müssen wir... Oh nein. Ei, ist nämlich gleich wieder abgeschossen werden. Aus mit der Form Ziel, jawohl. Boah, da hab ich Glück gehabt. Bowser hat einen Zunt sehr intelligent kurz vor dem Ziel eingesetzt. Okay, Leute, also ich habe, denke ich, alles gesagt, was ich gesagt habe. Immer wieder Streams unregelmäßig, nächste Zeit. Dann, wenn ich wieder mehr Zeit habe, geht es wieder weiter mit, auch mit Videos und ein bisschen mehr Content zu geregelten Zeiten. Aber bis dahin muss man einfach schauen und ja, wie das irgendwie klappt. Aber da finden wir schon einen Weg. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen und versteht das und wir werden es bestimmt bald wiedersehen. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Thank you.